Need for Speed Payback, nächste Runde. Nachdem wir von Navarro mehr als verarscht wurden, gilt es, die Crew wieder zusammenzuholen, nämlich den Mac und die liebe gute Jess. Und darum geht's halt auch in der Folge. Viel Spaß. Hey! Hush, Papi! Ich stehe auf deinen Kanal! Ich heiße Hashtagger. Tiger Selfie! Nein, nein, los nein, jetzt. Mann. Kein Tiger Selfie. Komm, fettes Roar! 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 Episch! Steig schon ein! Was zur... Was für eine Drecksmusik ist das? Hier ist Hashtagger, live aus dem Hashmobil mit Griftmeister Mac Allister. Mac, verrat uns deine Grift-Geheimnisse. Klar. Das ist wirklich simpel. Man nimmt Tempo auf und lenkt dann hart ein. Hier, ich zeig's dir. Das bringt mir definitiv Zuschauer. Und so macht man das. Los, nochmal. Aber diesmal drück voll durch. Hör zu, ich glaub... Der Kunde hat immer recht. Na schön. Weißt du was? Ich zeig dir meine Lieblingsdriftstrecke. Echt gutes Setup übrigens. Damit kommt man mit Leichtigkeit in die Drifts. Setup? Oh, lass mich raten. Der Wagen hatte schon eine Driftabstimmung, als du ihn gekauft hast. Klar. Hast du eigentlich gelernt, so zu fahren? London. Ich war als Kind in der Eastern Crew, die Autos geklaut hat. Es geht nichts über den Kick, in vollem Tempo durch Kurven zu driften. Krass, total Gangster, Mann. Bitte sag das nicht. Bist du deshalb in Amerika, um deiner dunklen Vergangenheit zu entfliehen? Was? Nein, Mann, nicht dasselbe. Das hier ist das Land der SUVs, Muscle Cars und endlosen Straßen. Der perfekte Ort für einen Neuanfang. Klingt, als hättest du es geschafft. Ich mach dich nämlich krass berühmt. Wow, ich kann mich echt glücklich schätzen. Hast du Profi-Drift-Tipps für all die Jungtiger da draußen? Gibt's dafür eine Art Drift-Button oder so? Ja, genau. Man drückt einfach den Drift-Button. Richtige Musik. Das hier könnte heftig werden, Tiger. Ich hoffe, dir wird nicht schlecht. Soll das Witz sein? Ich spiele jede Menge Rennspiele. Das hier ist nicht so cool, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich fange gerade erst an, okay? Okay, weißt du was? Jetzt mache ich ernst. Okay, ich schaff das. Das war keine gute Idee. Du sagtest voll durch. Der Kunde hatte mal recht. Weißt du noch? Halt sofort an! Wow. Also, Hush-Papi. Das genug für dich? Tyler, lange her, Mann. Ja, stimmt. Hey, Mac, es war eine harte Zeit ohne die alte Crew. Wem sagst du das? Mac,
Ich habe einen Plan. Du bist zurück? Mann, da bin ich dabei. Einfach so? Du langweilst dich, oder? Aber richtig, Mann. Ist Jess auch dabei? Ich arbeite dran. Hey, Mac. Hm? Hast du eine Aufnahme, wie ich kotze? Mach schneller. Ihr seid zu spät. Ich hasse warten. Was? Lady, wir sind hier mitten in einem Raubüberfall. Da! Jimmy! Verdammt, wir müssen hier weg! Damit ihr es wisst, ihr zahlt für zwei Abholungen. Egal, wer am Ende von euch überlebt. Verdammt! Okay, ich kenne da jemanden. Halt durch! Wir schaffen es nicht! Red keinen Quatsch und genieß einfach die Fahrt! An alle Streifenwagen. Möglicher Raubüberfall im Casino-Bezirk. Mehrere Einheiten sind unterwegs. Miller, du gehst ran? Jetzt? Jess, Tyler hier. Hast du kurz Zeit? Tyler? Hey, bleib auf der Plane. Ich schwör dir, wenn du mir die Sitze vollblutest. Hey, Ty, es ist gerade ungünstig. Sorry. Jess, warte. Ich habe einen Plan. Du meldest dich erst nach 6 Monaten und brauchst etwas von mir? Jess, Tyler, ernsthaft. Ich bin gerade beschäftigt. Bestätigter Raubüberfall im Casino-Bezirk. Ein Täter wurde angeschossen. Fluchtfahrzeug ist ein schwarzer Audi unterwegs Richtung Norden auf der Coolidge Street. Adam 35 bestätigt. Suchen nach ihm. Verdammt, Tyler, ich sagte doch, es ist gerade ungünstig. Ja, bist du bescheuert, Tyler? Lass mich mit dir reden. Hey, Jess. Mac? Ty muss echt verzweifelt sein, wenn er dich mit reinzieht. Ach, was, du kennst mich. Ich bin nur für die Stimmung da. Machst du mir jetzt Tylers Plan schmackhaft? Quatsch, ich an deiner Stelle würd's lassen. Er will sich Lina vorknöpfen. Lina? Sie gehört jetzt zum Haus. Ihr beide spinnt doch. Da mach ich nicht mit. Oh, wie weit noch? Hör auf zu jammern, wir sind fast da. Was? Wir sind schon da? Verdammt, du weißt echt, wie man fährt. Dafür bezahlt ihr mich. Sag dem Kerl, Jazz schickt dich. Dann verarztet er dich. Wiederhole, Zielfahrzeug ist ein schwarzer Audi. Erbitte Positionsmeldung. Adam 35 vermutet Richtung auf der North Carson Street. Verstanden. Schicke weitere Einheiten. Gib mir mal Mac. Hör zu, Jess, der Plan ist narrensicher. Wir brauchen nur deine... Ty, Lina und das Haus? Gib mir Mac. Du kannst nicht anders, was? Du bist interessiert. Der Plan. Wie verrückt ist er? Oh, total verrückt. Polizei, Stunts, irre Kuhs. Nichts, worauf du stehst. Lina hat uns vor 6 Monaten fertig gemacht und ihr wollt jetzt gegen sie und das Haus kämpfen? War ich Ref keine Lehre? Diesmal wird es anders. Wir drei gemeinsam können es schaffen. Die alte Crew wieder vereint, hm? Komm zurück, Jess. Ziehen wir's durch. Sag ihm, ich denk drüber nach. Die Zielperson fährt nach Norden Richtung Liberty Desert. Adam 113 ist dran. Adam 113 an Zentrale. Verfolgen den schwarzen Audi. Schicken Sie uns Verstärkung. Bestätige, weitere Einheiten sind unterwegs. Ich hab diesen Wagen extra für euch gebaut, Jungs. Lasst uns tanzen. Lincoln 130, haben Sie einen Positionsupdate für mich? In westlicher Richtung durch Boomville. Verfolgung läuft in westlicher Richtung durch Boomville.
auf dem I34 M über den Parkway. Zielperson fährt in südlicher Richtung auf dem I34 Amber Valley Parkway. Hier Lincoln 30, mein Wagen ist schrottreif, brauchen neue Primäreinheit. Hier Adam 1-6 sind in Schlagweite, übernehmen die Führung. Okay, verstanden. In südlicher Richtung auf dem Silver Rock Beltway. Verstanden. Hier A16, wir wurden abgehängt. Alle Einheiten sind aus dem Spiel. Alle Einheiten aus dem Spiel. An alle Einheiten. Wir haben den Sichtkontakt zur Zielperson verloren. Sie war zuletzt unterwegs in östlicher Richtung durch Silver Rock. Also, was deinen dämlichen Plan angeht... Er ist nicht... Ja? Treffen wir uns. Wo bist du? Das ist der dümmste Plan aller Zeiten. Wegen so einem Mist bin ich ausgestiegen. Die beste Crew der Stadt kriegt einen Platz im Rush. Das heißt, wir müssen nur alle Silver Rock Street liegen schlagen, mehr nicht. Mac übernimmt Offroad und Drift und ich nehme den Rest. Ja, und das Haus? Es kontrolliert alles, was in der Stadt läuft. Hier kommst du ins Spiel. Es wird sich irgendwie absichern. Sprich mit deinen Unterweltkontakten, finde raus, wie es läuft und dann klären wir das. Also, wir gewinnen das Rennen, stürzen das Haus und schwimmen dann in Geld. Perfekt. Ruhm und Geld. Dina Navarro bekommt, was sie verdient hat. Ihr Idioten bringt euch ohne mich doch sowieso nur um. Ich mach mit. Ja. Rev? Hm? Du weißt, wir schaffen das nicht ohne unseren Meisteringenieur. Du redest einen Scheiß. Aber ich kann wohl nicht anders. Ihr könnt auch meine Werkstatt benutzen, aber es gibt Regeln wie... Die Crew ist wieder vereint, Baby! Ruhig bleiben. Hat auch nur einer von euch ein Auto? Ich hab's verloren bei einer Wette, weißt du? Ich hätte eigentlich gewählt. Es reicht jetzt. Seht euch hinten um. Da stehen noch ein paar Wagen. Ich bin umgeben von... Ja, dann schauen wir uns mal an, was wir uns Schönes aussuchen können. Wir haben die Wahl zwischen... Der gute alte 87er Buick GNX. Was für ein krasser Wagen. Der Golf GTI. Der S2000 Honda Hommage an die Roadster der 60er. Sein VTEC-Motor zeigt... Den nehmen wir. Gute Wahl. Nichts im Vergleich zu meinen Wagen, aber okay. Ich dachte, du hast sie nur getuned. Oh, so, dafür erteile ich dir eine Lektion. Das ist meine Beschleunigung, was? Nicht schlecht. Allerdings wirst du nicht vorne bleiben. Was hast du getrieben? Ich hatte die Wahl, für den Gambler arbeiten oder Knast. Und was jetzt? Er hatte Pläne, aber jetzt habe ich ihn überzeugt, dass meine besser sind als seine. Tyler, du weißt, ich bin damit durch. Wir hatten eine gute Zeit, aber ich bin Mechaniker. Mir gefällt mein Leben hier draußen. Sie hat uns verarscht, Burr. Willst du sie etwa nicht aufhalten? Mann, ich will immer noch wissen, was der Königsegg unter der Haube hat. Aber ich bin nicht mehr wütend. Ich habe meinen Frieden gefunden. Freut mich für dich, glaub ich. Du hältst dich doch nicht etwa zurück, oder? Das brauchst du nicht. Niemand.
endet nicht mit Navarro. Du weißt doch, für wen sie arbeitet und wofür sie steht. Dir ist klar, dass noch nie jemand gegen das Haus gewonnen hat, oder? Es gibt immer ein erstes Mal. Tja, allein mit Pferdestärken kommt man nicht so weit. Hey Mac, wo wollt ihr beiden denn hin? Rev hat nicht alles auf Lager. Wir fahren zum Händler, um mir Offroad-Räder zu besorgen. Cool. Oh ja. Kannst du dir das leisten? Ich könnte dir was leihen. Nein, passt schon, Schwester. Ich habe mein Sparschwein geplündert. So, Land Rover. Jeder Händler hat andere Setups spezialisiert. Es gibt da extra Händler für die Driftfahrzeuge, für spätere Dragfahrzeuge, für Racer und für Runner. Der Land Rover, der WRX STI, mein Lieblingskompakter für holprige Strecken. Der passt auch. Gucken, wie Sean McAllister damit klarkommt mit dem Subaru. Ich glaube, ich kann schneller laufen als. Wir werden es gleich sehen. Autsch, schon okay, Baby. Das meint sie nicht so. Jetzt muss ich dich platt machen. Ein Rennen zum Airfield? Die Straße, ich fahr Offroad. Bist du dabei? Warum machst du das hier wirklich, Max? Was meinst du? Wir kriegen mega Kohle und wischen Navarro eins aus. Was gibt's Besseres? Ich kenn dich, Max. So einfach ist es nicht. Halt mit deinem persönlichen Kreuzzug, aber du? Okay, Klartext, Jess. Nach unserer Trennung musste ich Geld verdienen. Und das heißt, ich musste auch für das Haus arbeiten. Wir haben gespielt und verloren. Du hast getan, was nötig war. Ja, mein ganzer Umzug nach Amerika war ein Risiko. Außerdem ist es kein Spiel, wenn man weiß, dass man gewinnt. Bei dir läuft es doch gut, Jess. Du brauchst uns nicht. Wieso bist du dabei? Weil irgendwer auf Ty aufpassen muss. Er legt sich mit den Streetliegen an, um ein aussichtsloses Rennen zu fahren. Bei seiner Wut auf Navarro wird er uns brauchen. Du denkst, wir haben eine Chance? Wir hatten 6 Monate nichts von ihm gehört. Aber jetzt ist er zurück und fest entschlossen. Ich lasse einen Freund nicht alleine in den Krieg ziehen. So, ich wusste es. Du hast uns vermisst. Hört zu, Mac. Ich helfe euch, solange ihr keinen Mist baut. Mir geht's um euch, nicht um die Action. Jess, ich kenn dich. Du kannst einfach nicht anders. Ich gebe zu, ich dachte nicht, dass du das schaffst. Man gewinnt nun mal nicht, wenn man nichts riskiert. Wenn du meinst. Na, ich bleib trotzdem lieber auf der Straße. Hey, Rev, wie läuft's? Setzen Wagen hast du dann, Mac. Warum fährst du nicht mal in die Werkstatt? Bin gleich da. Ich habe euch hier Platz für eure Wagen freigemacht. Tunt sie, lackiert sie, arbeitet an eurem Stil.
Was hast du für uns, Rev? Hier in der Wüste kenne ich zwei Ligen, die eure Zeit wert sind. Die erste ist eine Racing-Liga namens Graveyard Shift, angeführt von La Katrina. Ein Haufen Kids mit Todessehnsucht und einem Hang zum Drama. Mike, die zweite Liga ist dein Ding. League 73, eine Offroad-Crew, angeführt von einem Bastard namens Udo. Sie fahren in letzter Zeit ständig auf dem Airfield und zerstören meine Prototypen. Also, wer zuerst? Und beide sehen wir in den nächsten Videos von Germantin Drake bei Need for Speed Payback. Okay, Mac. Folgt mir, Daumen hoch, Like da lassen, wenn nicht schon geschehen, Abo. Bis dorthin, Gamer Tim Drake.